Wie hast jetzt du deinen Glauben gefunden? Ja, da gab es ganz früh Bausteine für meinen Weg zum Glauben. Da gab es einen Ministranten, der 3 Jahre älter war als ich, der mit so einem Glaubenskurs für Jugendliche eingeladen hat. Da gab es ein junges Ehepaar, die mich mal gefragt haben, ob ich an Gott glaube. Und ich habe gesagt, nein. Und die haben mir dann gesagt, es war so wichtig, dass ich Gott mal sage, dass ich nicht an ihn glaube. Und ich habe gedacht, das ist ja Schmarrn. Und die haben aber gesagt, das ist wie mit Schwimmen lernen. Wenn man nicht ins Wasser springt, dann lernt man es nie. Du kannst Trockenübungen machen, ohne Ende. Du musst irgendwann mal ins Wasser springen. Und dann lernst du das Schwimmen. Und genauso, wenn du Gott finden willst, musst du probieren, die Beziehung zu ihm anzuknüpfen. Ja, wie springt man denn ins Wasser? Zum Beispiel. Der Vorschlag, den die mir gemacht haben, ist halt, sag Gott, dass du nicht an ihn glaubst. Egal, mit alle deine Zweifel, so wie du bist, fang an, mit ihm zu reden. Jesus, wenn es dich gibt, Jesus, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist. Jesus, ich möchte dich kennenlernen. Jesus, zeig dich mir. Jesus, zeig mir die Menschen, die mir im Glauben schon einen Schritt voraus sind, die mir an der Hand nehmen. Und das jeden Abend ehrlich Jesus zu sagen, oder jetzt in diesem Moment ehrlich Jesus zu sagen, das ist schon der erste Schritt. Nein, ich habe gedacht, das ist ein Schmarrn, aber es hat mich auch nicht loslassen. Und ich war damals 17, habe so einen Kalender gehabt, immer eine Seite für einen Monat und habe gedacht, was ist eigentlich kaputt, wenn ich in den Kalender einfach reinschreibe, nach einem halben Jahr, ganz dick und rot, Experiment zu Ende. Und dann kann ich es einfach mal ausprobieren. Ein halbes Jahr lang so beten, als ob es Gott gibt, so in die Kirche gehen, als ob es Gott gibt. Und all diesen Zweifel mal auf Zeitenschirm, ob das alles ein Schmarrn ist. Und nach einem halben Jahr kann ich dann ja nüchterne Bilanz ziehen. Kann man sagen, Glaube ist tiefer Friede? Ja, Friede ist eine der Kennzeichen, an denen man merkt, ob Gott da ist oder nicht. Die Bibel kennt so eine Reihe von Merkmalen, an denen man checken kann, ist da Gott am Werk oder was ist da sonst am Werk. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Geduld, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung. Und wenn ich merke, dass das in mir wächst, dass mir das leichter fällt, dass ich das erlebe, dann ist das ein Zeichen, dass Gott am Werk ist. Und noch besser ist, wenn es andere an mir merken. Können da Vorbilder helfen? Ja, ich glaube schon. Ja, jemand, den ich schätze. Und wenn ich dann entdecke, der ist auch gläubig, dann kann ich mich natürlich identifizieren, leichter. Menschen, die man schätzt, die man bewundert. Und wenn die was haben, wo man sagt, Mensch, das möchte ich auch haben oder das interessiert mich, dann sucht man. Weil Glaube nicht mehr Mainstream ist heutzutage. Und dann Leute zu kennen, die auch glauben, mit Überzeugung glauben, kann einfach sagen, ich bin nicht allein. Und ja, jetzt probiere ich es auch. Aber das kann das nicht ersetzen, dass jemand am Ende selber seine Beziehung zu Jesus findet, selber seine Antworten findet. Aber es kann so, glaube ich, helfen, den Weg dahin. Was wäre dein allergrößter Wunsch noch, was den Glauben angeht? 1000 Leute, 10.000 Leute, 100.000 Leute in München, die brennen für Jesus, die ihn lieben. Die sagen, wow, ist das toll, Jesus zu kennen. Und die dann auch so leben und die unser Land verändern. Gastfreundlicher, liebevoller, freudiger, solidarischer. Eine lebendige Gesellschaft, die geprägt ist von der Liebe, die ich an andere weitergebe.